1920. Die Zeit der Prohibition, der Gangsterkriege und die Zeit des Charleston. Dieser Film erzählt die Geschichte eines Mannes, der nichts mehr zu verlieren hatte. Der nach Chicago ging, um alles zu gewinnen. In dieser Stadt erteilt nur einer Befehle. Und dieser eine bin ich. Und wenn ihr meine Anweisungen befolgt, gehört euch bald ganz Chicago. Ich bin getroffen! Francesco Lopardo, für dich ist die Stunde der Abrechnung gekommen. Ihr könnt uns nicht alle umlegen. Das weißt du. Und nun drück ab, du dreckiges Schwein. Den Zahn kannst du dir ziehen lassen. Ich bleibe lieber selbstständig, dann weiß ich, was ich habe. Außer einem Zinksarg wirst du überhaupt nichts haben, mein lieber Freund. Es sei denn, du fängst bei den Bullen an zu singen. Ich habe immer nur dich geliebt, Erik. Bitte, lass mich am Leben. Du hast mich nie geliebt. Nein, Erik, alles war Lüge. Ich will leben, bitte, Erik. Die Gesetze der Unterwelt sind hart und unerbittlich. Wer gegen sie verstößt, hat sein Leben verspielt. Wo immer er sich auch verkriecht, man wird ihn finden und ihm die Rechnung präsentieren. Dieser Film ist mehr als eine spannende Kinounterhaltung. Er ist ein Stück Zeitgeschichte. Die 20er Jahre werden lebendig. Die Zeit des Charleston. Die Zeit der Gangsterkriege. Die Zeit des großen Geldverdienens. Das Chicago von 1920 feiert auf der Filmleinwand seine Auferstehung. Sie sind Augenzeuge der Korruption, des Alkoholschmuggels und der großen Gangsterkriege.